Ich habe halt absolut keine Ahnung, wie lange das heute gehen wird mit Uri. Kann sein, dass ich in 2 Stunden durch bin, aber ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Es wurde auch direkt hier ein Teleporter gesetzt. Wenn ich hier jetzt weitergehe, dann komme ich zum finalen Bossfight wohl eher. Martin wird sich jetzt über den Stream freuen, ja, aber der ist ja momentan nicht da. Leider. Leider, leider, aber so ist das eben. Aber hey, wenigstens. Jemand, der einen modischen Hut möchte. Wenigstens ist es so, dass er dann irgendwann ja wieder dazukommen kann oder sich die Parts ja anschauen kann. Ich lade das ja alles hier bisschen gehackstückelt auf YouTube hoch, damit niemand sich ja so 3-Stunden-Parts oder 4-Stunden-Parts ansehen muss. Dann schneide die ja immer bis auf 40 Minuten, eine Stunde so. Im Schnitt war mein Ziel. Da ist halt auch die Frage. Und da kann er sich halt anschauen. Klar, es ist schade, weil live ist natürlich immer besser, sich das anzuschauen. Das weiß ich ja natürlich auch. Ja, dann ist es wenigstens nicht so ein, ich sag jetzt mal, so, dass er das sich überhaupt nicht mehr anschauen kann. Weil die VODs werden ja von Twitch auch nach 2 Wochen gelöscht. Leider, leider. Ja, stimmt, ich kann mich ja jetzt selbst katapultieren, habe ich ja ganz vergessen. Das war so eine Fähigkeit, die hatte ich gerade momentan, die hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Aber warum ich eigentlich hier hin bin, ist deswegen. Weil wir ja jetzt die Sandfähigkeit haben und uns durch Sand schießen können. Und da wollte ich eigentlich immer hier in den Abschnitt hier rein, weil ich weiß, dass von Anfang an Sand hier immer den Weg versperrt hat. Und den Abschnitt hier sieht man schon enorm früh im Spiel. Und da war immer mein Gedanke, wenn ich doch nur einmal hier durch den Sand durch könnte, ne? Würde so vieles einfacher machen. Komm schon, da ist doch was versteckt, oder Spiel? Da ist doch bestimmt hier was in der Ecke versteckt. Deswegen war das jetzt auch so der erste Ort, wo ich hingehen wollte. Weil ich eben schon den ganzen Spielverlauf einfach schon immer hier hin wollte. So, aber es nie konnte. Weil die Stelle wird hier einem so früh angeteased. Das hier ist ja wirklich noch der allererste Bereich des Spiels. Glaube ich sogar. Also nicht jetzt klar, wo ich bin, sondern diese Gegend hier, das Tintenmoor. War, glaube ich, tatsächlich die allererste Gegend im Spiel, die man überhaupt jemals gesehen hat. Und dann so ein Areal reinzuhauen, indem man ja praktisch mit der letzten Fähigkeit erst hinkommen kann, ist schon ein bisschen fies. Okay, hierfür muss ich eine Art Schalter aktivieren. Aber wo ist der? Vielleicht hier unten irgendwo? Aber naja, das gehört halt irgendwie dazu, finde ich, oder? Ah ne, warte, von unten hätte ich schon länger herangekommen. Das heißt, ich muss noch irgendwo diesen Schalter finden. Oh, warte. Ja, okay. Ich habe das Katapultieren nicht mehr ausgerüstet und dann habe ich gewundert, hey, wieso funktioniert das denn nicht? Ja. Intelligent bin ich tatsächlich auch nur manchmal. Aber hey, wer ist das schon immer, wenn wir mal ehrlich sind? Ich schätze mal, der Schalter wird, wenn schon, irgendwo hier oben zu verorten sein, aber ich weiß es halt nicht. Ich kann sowas eben schlecht einschätzen. Ich glaube, ich mache doch nochmal den Boost hier. Aber mir fehlen auch tatsächlich einige Fähigkeiten noch, ne? Darf man an der Stelle auch nicht vergessen.
Ja, wo ist dann dieser Schalter? Hier oben ist, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber die Türen da, die konnte man doch auch nur mit dem Schalter öffnen. Oder bin ich hier gerade komplett verpeilt? Weil die Sache ist, ich weiß es ehrlich. Ich war mir eigentlich bis gerade sehr sicher, dass ich da nur mit einem Schalter hinkomme, aber ich frag mich nur gerade, wo soll dieser Schalter für das Ding denn sein? Entweder ich bin gerade komplett verpeilt oder ich weiß nicht, aber ich will den Schalter da auch finden. Ich gehe halt gerade davon aus, dass er irgendwo ziemlich versteckt liegt. Vielleicht hier in der Wand? Nein. Ich schätze mal, der Schalter wird irgendwie... Ist irgendwo auf der Map. Ach echt, Möppi? Shit, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Hier würde er ja wohl kaum sein. Vielleicht ist es kein Schalter. Kann natürlich auch sein, ne? Eine andere Idee, die ich hatte, ist, ob man vielleicht diese Ecken hier anzünden. Warte. Das ist nicht das. Man konnte doch mit irgendwas Feuerwehr. Ah. Eine explosive Kugel aus Licht. Was war denn das? Ah, das war das, was ich machen wollte. Für mich sieht das aber eher nach Feuer als nach Licht aus. Aber whatever. Mal sehen, wer das Spiel mir andrehen will. Oh, warte mal. Diese Felswand hier sieht sehr verdächtig aus. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich finde, die sieht auf gewisse Art und Weise verdächtig. Ich schätze halt, es wird hier irgendwo im Areal sein, ne? Aber die Sache ist, das hier auch zu finden, ne? Und ich war schon so happy. Ich habe gedacht, ich hätte es gefunden. Sondern ein Knopf. Ja, das kann halt auch sein, ne? Würde ich persönlich halt auch nicht ausschließen. Was? Okay, ich habe da irgendwas aktiviert. Ich nehm's. Lebenspack. Damit kannst du Gesundheit einsetzen, um Zauber zu wirken, wenn du keine Energie mehr hast. Ich nehm's. Max, hast du den Knopf gesehen oder hast du das einfach nur so gesagt? Nur mal so aus Interesse. Wird auch irgendwie Licht, sonst wäre es dunkel. Ah, ist was dran. Ist definitiv was dran. Und folgendes, Leute. Ich weiß, es gibt Karten, auf denen mir angezeigt wird, wo ich eventuell noch eine Sache übersehen habe, ne? Aber ich hole die Karten mir absichtlich nicht. Zumindest bis ich nicht alles, was ich sowieso erkunden wollte, erkundet habe. Einfach damit ich nicht von der Karte so gesehen gespoilert werde, ne? Falls ihr euch das jetzt schon gefragt habt, weil das ist jetzt so ein bisschen meine Herangehensweise hier. Kann man das anzünden? Nein. Versuch war es wert. Man muss das Feuer anschreien, dann leuchtet es heller. Habe ich bei Wine gelernt. Sehr gut. War das nicht auch teilweise so bei den DS-Zelda-Spielen, dass man da auch irgendwie ins Mikrofon, da muss man ins Mikrofon pusten? Oder man sollte bei gewissen DS-Spielen ja auch in DS schreien oder reden, damit da irgendwas passiert.
Ich weiß nicht, wie viele das noch das von euch auf dem Schirm haben oder das mal irgendwann gemacht haben. So, wie komme ich an diese Mana-Zelle ran? Muss doch irgendwie gehen. Diese Tür hier sieht schon kaputtbar aus, muss ich sagen. Aber ich habe eine Idee, wie ich da rankomme. Also, es ist eine Idee. Ich habe nie gesagt, es wäre eine gute. Aber vielleicht, wenn man hier irgendwie taucht oder so. Nein? Okay. Versuch was wert. Weil ich habe so gedacht, was ist, wenn man da von der anderen Seite hinkommt? Aber das war es wohl nicht. Dann sehe ich mir an, ob man vielleicht von dem geheimen Bereich da unten eventuell rankommt. Aber das wird wahrscheinlich schon wieder zu weit weg sein. Und das ist dann einfach vielleicht ein bisschen unrealistischer. Aber die Sache ist, ich will halt jetzt auch nicht ewig an einer Stelle rumirren, worauf der Stream aber ein bisschen hinausläuft, weil ich will die letzten Teile hier sammeln, die ich mir noch nicht geholt habe. Und natürlich wird man dann ab und zu mal rund in den Game. Das ist halt einfach so. Ach, das gute alte Bowser-Abenteuer mit dem Mikro anschreien. Ja, das war eines dieser Spiele. Wie gesagt, ich muss als erstes an Phantom Hourglass denken, wo man das Mikrofon pusten musste. Aber ja, das Spiel natürlich auch. Okay. Ich weiß nicht, ob man so beabsichtigt hier hinkommen sollte, aber ich nehme es. Ich nehme das gerne. Ich habe das Gefühl, in diesen Bereich hätte man so viel früher reingehen können. Aber hey, ist das Movement für mich wenigstens leichter. Das heißt, das ist ein Vorteil. So, hier ist die Lebenszelle. Finde ich die zweite. Meine gesamte. Aber wenn ich hier oben in die Ecke gehe, komme ich leider nicht dahin. Schade aber auch. Aber hier habe ich tatsächlich noch einen ganz kleinen Bereich, in dem ich noch nicht war, da in der Ecke. Gehe ich mal als nächstes hin und dann kann ich mich ja wieder da oben hin teleportieren. Ja, aber irgendwie ist schon manchmal komisch, wenn man überlegt, was für merkwürdige Interaktionsmöglichkeiten man mit manchen Games hatte. Gerade bei DS und Wii. Fragt man sich schon manchmal so, wieso habe ich das jetzt überhaupt gespielt? Oder fragt man sich heutzutage, wieso habe ich das früher gespielt? Aber naja, gehört ja irgendwie dazu, finde ich. Oder was meint ihr? Ich bin irgendwie dann doch froh, die Erfahrung gemacht zu haben. Und dann hatte man, und das war ja zu der Zeit, wo man ein bisschen rumexperimentiert hat mit Spielen generell. Also das. Und es war dann natürlich auch darauf ausgelegt, viele Casual-Spieler und ältere Leute auch damit zu catchen. Was ja prinzipiell auch nicht verkehrt ist, natürlich, ne? Darum muss man nicht reden. Sowas ist eigentlich nicht verkehrt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann vor allem, ich sag jetzt mal, alteingesessene Nintendo-Spieler zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen abgefuckt waren davon. Ich meine, stellt euch einfach mal vor, ihr seid mit den epischen JRPGs vom SNES aufgewachsen und dann seht ihr einfach nur, wie die Konsole, die Firma, mit denen ihr euer halbes Leben, euer Konsolenleben verbracht habt, dann auf einmal sowas wie Wii Sports rausbringt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es die eine oder andere Person ein bisschen triggert. Um ehrlich zu sein. Aufschlag! Oh, ich liebe diese Attacke.
Oh, ein Gorlek-Erz. Stimmt, ich brauche ja sowieso... Bisschen Gorlek-Erz brauche ich ja sowieso noch, ne? Also insgesamt 18 brauche ich noch. Für die Verbesserung der Siedlung. Glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Aber ich glaube, und ich glaube, das war in 8 und 10 aufgeteilt. Das heißt, 1 kann ich jetzt noch da wegbringen. Ich glaube, das mache ich auch sofort. So, teleportieren. Das ist dann die Brunnenquelllichtung. Weil vor allem erinnere ich mich noch bei der Brunnenquelllichtung an eine Sache. Nämlich folgendes, dass man da auch eine Mission hatte, wo man durch eine Höhle mit Sand durchgehen konnte. Aber erstmal spreche ich mit dem guten Chrom. Der ganze Wald spricht davon, dass das Licht wieder ganz ist. Es wärmt mir das Herz zu wissen, dass die Ruinen meiner Heimat ihren Zweck erfüllt haben. Nun Gegeist, die Weide wartet schon lange auf die Rückkehr ihres Lichts. Ah, hier, neue Höhen. Fantastisch, werde mich gleich darum kümmern. Auch bei der Wii U mit dem Mikrobusen und Super Mario 3D World weiterzukommen. Stimmt, da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass Leute sich gefragt haben, wie willst du das denn jetzt auf der Switch umsetzen? Fertig, es fühlt sich großartig an, wieder etwas bauen zu können. Das letzte, was fehlt, ist... wenig Gorlek-Magie. Warte, war es hier mit dem Sand? Ja, das war hier mit dem Sand, okay. Einiges an Erfahrung. Nehme ich gerne mit. Was hast du denn eigentlich verloren? Chrom ist gekommen und hat es für mich aufgemacht. Aber es war kein kleines Dorf, es war eine ganze Höhle. Da unten wirst du Licht brauchen. Die Dunkelheit tut weh. Warte, was war hier nochmal drin? Okay. Nichts weiter. Und ich glaube, ich lege die Tasten hier tatsächlich gerade nochmal um. Weil den hier setze ich auf B und den Geisterschlag auf Y. Das ist für mich einfach wenig angenehmer, weil ich mich die ganze Zeit mit B katapultieren will. Da habe ich da schon so ein bisschen drin. Tatsächlich. Und jetzt kann ich auch endlich hier durch den Sand durch. Der war hier ja auch irgendwo. Ja, nicht nur irgendwo, nämlich hier. Ach, eine Lebenszelle. Ist zwar nicht das, was ich unbedingt gebraucht habe, aber hey. Erkunde den stillen Wald. Ach, verdammt, ich habe nur 86% vom stillen Wald erkundet. Windwüste? Fehlt mir auch noch ein bisschen was. Windruinen habe ich nur 50%. Was? Wieso habe ich da nur 50%? What the hell? Weil im stillen Wald ist mir klar, dass mir noch einiges fehlt. Ah, wenn das nicht mein Lieblingsforscher des stillen Wald ist. Das ist das letzte Stück, was wir brauchen. Diese Karte sieht fantastisch aus. Jetzt kennen wir jeden Winkel. Ich werde mich nie verirren. Nicht, dass ich jemals dorthin gehen werde. Als mein Kartografielehrer hältst du nur einen Rabatt auf alle Karten. Wisst ihr, das hier könnte ich jetzt schon einsetzen. Ich mach's aber noch nicht. Wie gesagt, ich habe da ja gerade schon meine Begründung gegeben, warum ich nicht mache. Einfach weil ich es nicht will. Also erst wenn ich alles erkundet habe und mir dann noch ein paar Erfahrungszellen fehlen, erst dann gebe ich das Geld dafür aus. Hast du Samen gefunden, Geist? Grundquell Wildblumen. Dann fangen wir an. Ich meine, es ist nichts Besonderes, aber ganz nett. Ich war besorgt, dass dieser Garten nicht mit dem mitteln kann, den ich zurückgelassen habe. Aber wenn ich sehe, wie deine Seelerblumen hier gedeihen, weiß ich, dass ich mich geirrt habe. Diese Lichtung wurde zu meiner Zuflucht, als ich meinen alten Garten dem Eis überlassen musste.
Doch der Garten war klein und abgeschieden. Niemand außer mir konnte sich an ihm freuen. Jetzt erblüht ein neuer Garten auf der Lichtung und ich habe ein neues Zuhause gefunden. Danke, Geist. Ich habe jetzt aber schon ganz schön viel EP gesammelt. Nicht, dass es mich stören würde, aber... Komm schon. Das kannst du besser... Oh, warte. Das ist eine feste Decke. Ich habe gedacht, das ist so eine dieser Plattformen, wo man von unten einfach dann wieder durchspringen kann. Aber anscheinend ja nicht. Ja, stimmt, das war das Haus. Aber ich habe gerade gesehen... Aber ich habe ja gerade eben noch gesehen, dass mir hier oben noch eine Kleinigkeit fehlt. Also nicht hier. Obwohl, da oben ist safe auch was, oder? Nö, da ist nichts. Okay. Ich habe so gedacht, so wie die Pflanzen da hängen, muss da oben doch noch irgendwas sein. Aber ich habe eigentlich diese kleine Erfahrungskugel hier gemeint. Von der ich jetzt auch genau weiß, wie man dran... Oh. Wollte ich nicht. Starten will ich immer noch auf B haben, danke. Aber anscheinend scheinen auch die Sachen, die man... Die Items, die man sammelt, zur Prozent der Karte dazu zu gehören und nicht nur, wie viel Prozent der Karte man jetzt tatsächlich begangen hat. Das ist eine ganz nette Änderung, wie ich finde. Du hast wirklich geschafft. Die Vereinigung des Lichtes muss etwas Gutes bedeuten. Aber das Beben der Erde und diese Lichter am Horizont und schrieg wurde auf dem Trauerkamm gesichtet. Da müsste sich selbst der tapferste Wanderer ein Nest suchen und abwarten. Ah, dem ich reden wollte, das war der Affe hier vorne, genau. Ich war gerade so, warte mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ich wollte neue Fähigkeiten haben. War wie immer ein Vergnügen. Willst du deine Fähigkeiten verbessern? Erstmal alle Fähigkeiten kaufen, die es im Spiel gibt. Errungenschaft freigeschaltetes Handelswerkzeug. Errungenschaft freigeschaltet. Naturtalent. Jetzt sollte ich den kompletten Kreis voll haben. Yes. Ich meine, die meisten davon werde ich nie benutzen, aber es ist schön zu wissen, dass ich sie jetzt habe. Um ehrlich zu sein, dieser andere Haufen war hier vorne. Ich glaube, den Blätterhaufen sollte ich halt tatsächlich nicht wirklich übersehen. Sagt er und rennt dran vorbei, anscheinend, oder? Ah ne, der ist erst da vorne. Ich habe schon so gedacht. Ey, ich echt so verpeilt. Ah ne, das ist kein Blätterhaufen, das ist hier in dem Haus. Oh. Und auch nicht wenig Erfahrung. Ich meine, ich nehme die gerne mit. Wenn das Spiel die mir schon für lau gibt. So, Motai, wie viel Prozent habe ich denn, mein Guter? Ich hab gesehen, was Schräg da vorhin angetan hat, Uri. Es tut mir wirklich leid. Aber Kuh hat sie an etwas erinnert, an etwas, das sie hasst. Sie war auch mal klein, verletzlich. Daran müsste sie sich nicht erinnern, Uri. Aber etwas hat sie nicht gesehen, Kuh ist stark. Ich weiß, ich habe zugesehen. Willst du meine Aufzeichnung sehen? Prozent, also... Die Prozente gehen voran. In einer düsteren Höhle unter der Brunnenquelle. Da oben haben wir noch Gorlek-Erz. Da wissen wir doch, wo es als nächstes hingeht, würde ich sagen, oder? Ich meine, es fehlt noch 9 Gorlek-Erz. Ich will jetzt erstmal die Bauspitze komplett abschließen. Hoffe ich zumindest. Na, dann würde ich sagen... Geht's mal auf dahin. Dann kann man sich das auch mal ein bisschen mehr ansehen, da. Fehlen da ja doch noch anscheinend ja paar mehr Sachen als nur diese eine. Warte. Starter B.
Oh Mann, der Starter ist eigentlich so hart OP, ne? Aber ich nehm's, dass es so OP ist. Ich hab nichts dagegen. Ach, stimmt, hier habe ich... Oh. Wie gesagt, ich nehm's gerne. Hier war Sand im Weg. Ah, ich verstehe. Deswegen konnte ich da also auch nicht hin. Aber muss sagen, mit dieser B-Fähigkeit hier, die man gegen Ende bekommt, kann man schon unglaublich viel hier schießen. Ist zumindest mein Gefühl. Deswegen werde ich sie vielleicht nicht ganz so viel benutzen. Sagt er und benutzt sie direkt. Aber hier habt ihr auch noch einen Fähigkeitensplitter. Bei mehr als 50% deines Lebens machst du Bonusschaden. What the hell? Das will ich aber sofort ausrüsten. Warte. Bei mehr als 50% machst du Bonusschaden. Dann geht das erstmal gegen fliegende Gegner weg. Hätte ich mir nur das Symbol merken müssen. ...10% Bonusschaden bei mehr als... Das ist nice, das ist sehr, sehr nice. Ich werde zwar vermutlich jetzt nicht mehr brauchen, weil ich bin halt so weit durch mit dem Spiel, aber er ist auf jeden Fall sehr nett und ich glaube, ich mache dann doch lieber wieder den Move hier. Und Karte bitte, danke. Die Sache hier mit der Karte ist halt gar nicht mal so einfach, weil man... Natürlich will man andauernd die Karte benutzen. Ich bin mal gespannt, was ich hier oben... Oh, hier oben war ich schon. Sollte man eigentlich so weit von mir kennen, dass ich schon überall war. Überall da war, wo ich hin kann. Ich meine, come on, als ob ich mir die Möglichkeit nehmen lassen würde, nicht überall hinzukommen, wo ich nur irgendwie hin kann. Nö. Kein Bock. Oh mein Gott, ich kann ihn aus dem Sand mobben. Wie witzig ist das denn? Ich meine, ich werde es nicht tun, aber ich könnte es theoretisch. Ah, warte. Da konnte man ja mit Kurus Feder. Genau. Jetzt muss ich das praktisch dahin zurückschicken. Aber dahinter eher. Dafür brauche ich einen sehr präzisen Winkel, glaube ich. Und vor allem muss ich, glaube ich, auch sehr früh dann dafür abfangen. Sehr früh ziemlich weit oben. Ich meine, ich habe einen Plan. Yes. Und jetzt fliegt er hin und macht die Eiswand kaputt. Nice. Es ist sehr schön, wenn so ein Plan aufgeht. So, damit habe ich das. Ich meine, das hier wird jetzt sowieso eine große Sammelaktion, deswegen bin ich halt am Überlegen. Wahrscheinlich werde ich auch mal wieder ein bisschen mehr off-topic reden heute, wenn ich denn dazu komme. Ist natürlich auch bei mir immer so ein bisschen Tagesform abhängig, ob ich ein off-topic-Thema denn überhaupt finde, ne? Warte, das hier, die Dinger hier konnte man noch irgendwie aktivieren, dass dann Feuer da ist. Habe ich dafür die Wache? Nein, Wache war es nicht. Habe ich dafür den Lichtstrahl gebraucht? Ich meine, es scheint auf jeden Fall Sinn. Ja, es war der Lichtstrahl. Okay. Dann war es klar, warum ich hier noch nicht war. Dafür hätte ich nämlich ein bisschen mehr backtracken müssen. Was ich entweder nicht am Schirm hatte oder keine Lust drauf. Aber vermutlich beides. Auf jeden Fall an Erfahrungssuchen mangelt es mir nicht. Das kann man, glaube ich, definitiv so festhalten. So, dann fehlt mir hier noch ein kleiner Bereich. Okay. Und da oben noch ein bisschen was. Ja gut, da ich das mich halt selbst boosten kann, ist das Movement hier jetzt auch nicht mehr so... Ja, sagen wir mal, schwierig. Deswegen werde ich, wie gesagt, mich versuchen nicht allzu viel selbst zu boosten, weil das halt die Spannung irgendwie komplett rausnimmt, ob ich
hier von A nach B kommen. Und vor allem muss ich dann mich bei meinem Movement auch mehr anstrengen. Ich meine, theoretisch habe ich mir verdient, mir einfach zu machen. Aber nee, keine Lust drauf. Oh, ich habe schon gedacht, das wäre ein Instant Death. Okay, eins zu früh abgebogen. Meh. Aber das ist halt in Ori auch manchmal so komisch, wenn man irgendwie eins zu früh abbiegt, sozusagen. Also ein Wegstück zu früh. Das ist nicht so nice, aber hey. Ich wollte eigentlich mal wieder hier Gesundheit wiederherstellen. Soll ganz hilfreich sein, habe ich gehört. Das zumindest, ich finde, das ist nicht so ganz schlecht. Hallo, du brauchst einen Hut. Hallo? Finde jemand, der einen Hut haben möchte. Ich hab doch keine Ahnung, wer einen Hut haben will. Da drin ist eine Lebenszelle. Frage ist nur, wie kommt man da hin? Ich hab da so eine Idee. Oh verdammt, das war nur Erfahrung, aber hey, wenigstens habe ich die auch eingesammelt. Ansonsten diese Lebenszelle da. Ich würde sagen, man kommt bestimmt ganz gut dahin hier von der anderen Seite. Also wäre jetzt meine persönliche Einschätzung. Ah! Da war mal wieder Sand im Weg. Ich habe doch gewusst, dass da was ist. 88%. Mir fehlt da oben aber noch ein Stück Map Completion. Tatsächlich. Also kommen ziemlich hoch. Oh, da muss ich mich gerade saven. Auch wenn ich die Fähigkeit eigentlich nicht so oft einsetzen will. Oh, komm, hier. Muss man, glaube ich, sogar tun. So, 90%. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist da oben in der Kammer ein bisschen was. Und ansonsten bin ich hier soweit durch anscheinend. Ich weiß halt, ich bin halt auch so am Überlegen, wie soll ich das alles strukturieren? Wann soll ich denn mir jetzt die Kartenhinweise da holen? Ich meine, wenn ich mir die Hinweise hole, ist klar, dass ich mit den Erfahrungszellen anfange, weil, come on, das ist eigentlich relativ offensichtlich. Ich meine, wieso sollte ich da mal mit irgendwas anderem anfangen? Das wirkt bei mir, würde ich sagen, ein bisschen, ja, es würde einfach nicht passen, sagen wir es mal so. Kein Bock, gegen den zu kämpfen, also bin ich einfach mal weg hier. So, den Bereich, den ich nicht gesehen habe, ist hier oben in der Mitte. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Plan, was da groß sein soll. Ah, Gorlek-Erz. Okay, beim sich kratzen fast das halbe Regal ausräumen. Umhauen, okay, kriege ich hin. Warte, stimmt, hier war ein Haus. Ah, stimmt, hier in dem Haus war ich ja auch drin, ja. Ich habe das so gerade gesehen. Warte mal, hier war ein Haus und dann habe ich mich erinnert. Ja. Stimmt, ich war ja da drin. Und dann habe ich mich auch tatsächlich dran erinnert. Wo dieses Erz überall ist. Ja, da denkt man sich so, okay, wo habt ihr denn jetzt alles euer Erz versteckt? Ich habe Fragen über euer Lagerungssystem. Und zwar mehr als eine.
Weil ganz ehrlich, man sitzt dann so und denkt sich so, wie kommt das Erz dahin? Wieso ist das so random auf irgendeinem Baum? Wer hat das da hochgeschmissen? Ich hätte da gerne eine Backstory zu. Das klingt sehr viel interessanter, als es sollte. So, Numa sehen. Habe ich 79%. Aber das wird dann wahrscheinlich auch so eine Gegend sein, die ein bisschen mit Sand abgeriegelt ist, oder? Außerdem seht euch die Luma-Seen an. Hier will man auch einfach wieder zurück hin. Wieder hin zurück. Nicht bewegen. Macht den Fischen Angst, sie sind sehr flink. Wenn ich nur ein Netz hätte, aber meins ist kaputt. Hätte ich einen Faden. Hast du vielleicht einen Faden dabei? Besser ein Netz? Nein. Ich muss auch irgendwie noch diese Trade-Quest abschließen, die das Spiel einem gibt. Ja, ne? Stimmt, Ori als Projektil kann das dann nicht aufmachen. Schade aber auch. Oh, wieso ist die Musik hier so schön? Wieso sind die Luma-Seen generell so schön? So schön darf doch eigentlich kein Ort in dem Spiel sein, finde ich. Hätte mich theoretisch auch gleich dahin teleportieren können, aber egal. War es hier? Ja, es war hier. Oh, aber irgendwie ist schon geil, dass man hier überall so smooth durchkommt mit der Fähigkeit, dass man sich selbst katapultieren kann. Obwohl ich sagen muss, hier aus dem Wasser rauszuschießen, hat auch immer noch was. Und diesen Raum, Leute. Für die Leute, die dabei waren, die erinnern sich noch dran. Den hier werde ich sicher nicht vergessen. Niemals. Aber wie komme ich da rein? Ist das hier vielleicht ein Schalter um die Tür da? Aha. Da haben wir es doch. Ich hab doch so gedacht. Das sieht ein bisschen wie ein Schalter aus. Vielleicht sollte ich ihn mal drücken. Der Raum war doch supi. Ja, super unterhaltsam für euch. Auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade getan habe, aber davon genug. Mana-Zelle. Moins. Muss man hier drei verschiedene Schalter oder so aktivieren? Das wirkt auf jeden Fall so. Das erscheint auch einer zu sein. Das heißt, der letzte wird dann wohl, ich verstehe. So ein bisschen ein Side-Ding. Dass man das hier alles, in einem schnell hintereinander aktiviert. Ich verstehe, Spiel, ich verstehe. Aha. Und ich glaube, ich muss dann auch diesen Torpedo. Ich habe nämlich einen Plan. Diesen Torpedofisch. Muss hier aus dem Wasser locken. Weil seht ihr, was hier ist? Ich schätze mal, ihr seht's, ne? Wow. Der Fisch ist nicht der intelligenteste im Meer. Kann er mal aufhören, da irgendwie an der Kante zu verrecken? Oh. Das war jetzt von mir nicht intelligent. Ah, verdammt.
Auf jeden Fall kein Durchgang, ja. Nein! Oh, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Ernsthaft? Ernsthaft, Torpedo? Ich habe das Gefühl, der Torpedofisch, da stellt sich manchmal absichtlich dumm an. Und dann, wenn man langsam sein will und den mitnehmen will, damit er auch diesmal ja trifft, dann ist es auch nicht okay anscheinend. Noch eine Lebenszelle, nice. Ich habe gerade überhaupt nicht übertrieben viele Lebenszellen, nein, nein, sieht nur so aus. Da vorne ist noch ein Gorlek-Erz. Hier habe ich noch Erfahrung. Aber ich musste ja sowieso nochmal in Brunnenquell rein. Da fehlen mir auch noch 79. Da habe ich ja auch nur 79%. Habe ich überall, habe ich irgendwo 100% in den Mitternachtstiefen. Und Schimmelwaldtiefen nur 78%. Das freut mich aber ehrlich gesagt weniger. 73% in Quoloks Tal. Das ist echt wenig. Stiller Wald, überraschend viel eigentlich noch, wenn ihr mich fragt. Und halt Windruin mit 50% ballert halt eigentlich auch nicht positiv rein. Und hier 71%. Könnte besser sein. Ja, auf jeden Fall erstmal hier die Luma-Seen weitermachen. So, und ich mache jetzt was Cleveres. Ich gehe den falschen Weg. Anscheinend. Das ist nicht clever. Das wird auch nie als clever bezeichnen. Aber ich teleportiere mich. Ernsthaft, ich kann mich nicht zu dem anderen Teleporter in den Luma-Seen teleportieren. Wieso kann ich mich hier generell nicht teleportieren? Alles in Ordnung, Spiel? Ich meine, da ist doch der Teleporter. Wieso wurde der gerade nicht angezeigt? Das Spiel verwirrt mich. Dann schwimme ich halt da durch. Meine Güte. Ach, hier war auch so, hier war auch Sand. Ah, okay, das erklärt's natürlich. Ach, stimmt, das hier war ja die Stelle mit Quolok. Weckt nicht die besten Gedanken. Aber naja, ist nun mal so. Hier kommt man bestimmt, wenn man hier unten lang geht. Und hier, da gibt es hier bestimmt so einen geheimen Weg darüber, oder? Aha! Habe ich es mir doch gleich gedacht. Dann kann man nämlich hier das Gorlek-Erz holen. Und hierdurch wieder zurück. Und dann soll noch einer sagen, ich wäre nicht clever. Ich weiß jetzt nicht, wer das gerade im Moment bestritten hat, aber egal. An dem Punkt war es schon fast so, ich habe das Erz eingesammelt. Oh ja, ich habe das Erz eingesammelt. Aber ich glaube, ich gehe doch zu... Ich gehe doch schon zu dem Kartenhändler und hole mir zumindest das Ding für die Erfahrungsteile. Einfach, damit ich die nicht ständig übersehe, nicht dass am Ende noch die Erfahrungskugeln farmen muss, was auch ein bisschen dämlich wäre. Deswegen mache ich, glaube ich, gerade mal lieber so. Und dann kann ich ja in den Gegenden, die ich ja sowieso hingegangen wäre, kann ich ja nachher was.
Wieso kann ich mich hier nicht wegteleportieren? Hat irgendeiner von euch eine Ahnung? Weil irgendwer von euch muss das Spiel doch besser kennen als ich. Ah doch, jetzt waren da die... Jetzt sind hier die Icons wieder. Das muss doch irgendein Fail von mir sein, dass das manchmal nicht geht, oder? Das kommt mir zumindest manchmal so vor, als wäre es ein Fail von mir, dass das nicht geht. Aber naja, ich kann mich da auch irren. Was war denn hier? Okay, das sah gerade so aus, als gäbe es hier noch irgendwas groß zu holen, aber anscheinend ja nicht. So, wo war der Kartenhändler noch daheim? Der war da unten daheim. Ja, dreh schon den Koffer. Ja, da ist er. Ich hätte mir das schon viel früher holen können und mir das Leben dann leichter machen können, aber... Sagen wir mal so, es wäre auch irgendwo ein bisschen witzlos gewesen. Verdammt, ich habe Energiezellen angegeben. Ich wollte doch eigentlich die Erfahrungskühlchen haben. Nein. Verdammt. Naja, ist jetzt so. Muss ich wohl mit leben. Das hört vor allem so an, als wäre es was schlecht, als wäre es was Schlechtes, aber er ist das jetzt wirklich nicht. War ich hier schon drin? Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Oh. Was auch immer da war, es hat mich instant die Dunkelheit. Warte mal. Da haben mich die Dunkelheit einfach nur instant gekillt. Okay. Aber zum Glück habe ich da mittlerweile eine Fähigkeit, um dem entgegenzuwirken. So, was auch immer hier unten ist. Ich finde es. Eine herzförmige Eiche. Wertvolles Geschenk. Oh, wie süß. Guck mal, ob es hier unten noch irgendwas zu finden gibt. Hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas, oder, Spiel? Komm schon, du hast doch noch irgendwas im Vorrat. Okay, hier ist wieder der Eingang. So, war das das, was du gesucht hast, mein Lieber? Meine Eiche, du hast sie gefunden. Klingt auch nicht so schön, wenn man falsch denkt, aber egal. Ich werde sie nie wieder loslassen. Großes Geisterlichtgefäß. So, dann habe ich nur noch Wiederaufbau der Lichtung, ein Rohdiamant. Ja. Was haben wir denn da im Tintenmoor? Kann ich mir gleich mal ansehen gehen. So. Beziehungsweise am Übergang der Mittelnasse. Wenn man zweideutig denkt, ist der Satz mit dem nie wieder loslassen schlimmer.
Weißt du, Möppi, ich hab's gedacht. Ich hab's wirklich gedacht, aber hab mir auch gedacht. Nee, komm, das sagst du jetzt nicht auch noch. Sonst hassen mich noch Leute, die das Spiel mögen. Oder so, was weiß ich. Anderen Seite, da ist ein Fähigkeitsbaum. Ach, das hier waren ja die Glocken, stimmt, da war ja was. Und damit habe ich ja die Mitternachtshöhle geöffnet. Bartok. Er macht sich dann die Mühe, eine Anleitung zu schreiben, wenn man eine Tür öffnet, rückwärts, um sie hinter der Tür einzuschließen. Warte, also muss ich das da jetzt rückwärts spielen, um... Alles klar. Also oben, unten, Mitte, Mitte, unten, oben. Warte, oben ist hier. Oben. Unten. Oben. Mitte. Mitte. Ah, als nächstes kommt oben, okay. Wenn ich richtig gesehen habe. Ne, danach kommt unten. Ah, verdammt. Ah, das hier außen ist sowieso oben, ne? Oben, unten, Mitte, Mitte. Ah, das ist sogar symmetrisch, okay. Oben. Unten. Mitte. Mitte. Unten. Oben. Wie komme ich denn jetzt dahin? Diesen Fähigkeitenbaum. Das hat doch bestimmt hier mit irgendwas zu tun. Lass mich durch. Okay, das hat nicht funktioniert. Also, lass mich durch. Auch nicht. Was? Die achte rückwärts. Ich dachte rückwärts. Ich hab's auch rückwärts gespielt. Oben, unten, oben, Mitte, Mitte, unten, oben. Ich hab's rückwärts gespielt. Ich kann's ja gleich nochmal probieren. Oben. Unten. Ja doch, oben, unten, Mitte. Oben, unten, oben. Ah, das war mein Fehler. Oben, unten, oben und dann erst Mitte, Mitte. Oben. Unten. Oben. Mitte. Mitte. Unten. Oben. Das war auch jetzt komplett richtig, oder? Ich spiele es halt auch rückwärts. Ich habe jetzt rückwärts gespielt. Mein erster Versuch war ja auch, dass ich rückwärts spiele, also... Oben, unten, oben, Mitte, Mitte, unten, oben.
Habe ich gerade eben irgendeinen Fehler gemacht dabei? Anscheinend ja schon. Aber egal, ich nehm's. Ich nehm's. Das war gerade echt so. Was zur Hölle? Wieso hat das nicht funktioniert? Ah, nicht. Alle Angriffe bekommen jetzt 25% mehr Schaden. Hm. Das klingt doch nicht schlecht. Hier ist auf jeden Fall eine Zelle. Könnte ich hin? Und hier? Oh, ich habe eine gute Route, okay. Ich habe eine gute Route, die ich jetzt gehe. Können mich halt direkt da... Oh komm, ich teleportiere mich direkt da hoch. Wozu der Geiz? Aber wozu der Geiz? Erstmal, wozu der Geiz? Ich habe so viel Leben, erstmal einen Stacheln springen. Warte, was? Das war, glaube ich, nicht ganz das, was ich damit aussagen wollte, aber es hat auch so, es hat zumindest mein Handeln ziemlich gut zusammengefasst, auch wenn es nicht das war, was ich tun wollte.